Die Möglichkeiten der Transplantationsmedizin haben das Verständnis vom Tod einschneidend verändert. Organe sind übertragbar geworden. Das wirft Fragen auf. Sind Körper und Geist eine Einheit? Oder ist der Mensch ein wandelndes Ersatzteillager? Wer einer Organspende zustimmt, erlaubt, dass nach seinem Tod zahlreiche Organe und Gewebeteile entnommen werden dürfen. Voraussetzung dafür ist in vielen Ländern der Herz, in Deutschland der sogenannte Hirntod. Was ist der Hirntod? Wird das Gehirn stark verletzt, werden die Nervenzellen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und sterben ab. Wenn Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm ausfallen, spricht man vom Hirntod. Es ist schon ein, wie ich meine, plausibles Argument zu sagen, mit dem Hirntod ist dann tatsächlich der Tod des Menschen eingetreten. Aber, auch das muss man sagen, man kann da auch anderer Meinung sein. Es gibt zum Beispiel da Vertreter, die sagen, ein solcher Patient, der da liegt, der beatmet ist, bei dem funktioniert ja doch noch vieles. Da funktioniert das ganze Verdauungssystem, da funktionieren die ganzen Hormonsysteme, jedenfalls die meisten. Da funktioniert das Herz autonom. Warum soll man den als tot bezeichnen? In einem aber sind sich alle Experten einig. Der Hirntod ist der Absprung vom Leben in das Meer des Todes. Mit ihm beginnt unwiderruflich das Sterben. Ein Zurück ins Leben gibt es nicht mehr. Allenfalls ein Aufhalten des Prozesses durch Intensivmedizin. Wie werden Hirntote behandelt? Um den Hirntod sicher festzustellen, nehmen zwei erfahrene Neurologen eine Reihe von Tests vor. Sie testen dabei auch, ob der Hirntote noch Schmerz wahrnimmt. Zeigt er keine Reaktionen mehr und das EEG mindestens 30 Minuten eine Nulllinie, gilt er als Hirntod. Bis dahin vergeht Zeit. Ist ein schwer hirnverletzter Patient kein Organspender, werden die Maschinen abgestellt. Er darf sterben im Beisein der Angehörigen, nicht so der Organspender. Jetzt muss man nämlich den Patienten, um diesem Willen gerecht zu werden, nicht palliativmedizinisch behandeln und ihn sterben lassen, sondern man muss ihn jetzt kontrolliert sterben lassen. Das heißt, man muss sehen, dass seine Organe in einem Zustand bleiben, bis er hirntot ist, sodass diese Organe dann auch noch entnommen werden können und in einem anderen Organismus, wenn sie denn transplantiert werden, dann tatsächlich noch ihre Funktion erfüllen können. Warum widersprechen sich Spenderausweis und Patientenverfügung? Wer am Ende seines Lebens keine lebensverlängernden Maßnahmen wünscht, hält dies oft in einer Patientenverfügung ausdrücklich fest. Doch wer einer Organspende zugestimmt hat, wird als schwer hirnverletzter intensivmedizinisch behandelt, wenn der Hirntod absehbar ist. Das kann natürlich bedeuten, dass der Sterbeprozess verlängert wird und dass der Sterbeprozess auf jeden Fall modifiziert wird. Denn der Patient wird jetzt nicht mehr sterben gelassen, sondern das geht einen ganz kontrollierten Gang. Die Nieren müssen erhalten bleiben, das Herz muss erhalten bleiben, wenn irgend möglich muss die Lunge erhalten bleiben, andere Organsysteme. Und man muss also mit Medikamenten und man muss mit verschiedenen Maßnahmen versuchen, so das Ganze so zu dirigieren, dass dann irgendwann das Gehirn tatsächlich tot ist und diese Diagnostik auch im positiven Sinne durchgeführt werden kann, dass aber die Organe noch in Ordnung sind. Das kann dauern. Dr. Andreas Molitor hat als Intensivmediziner immer wieder die undankbare Aufgabe, in Extremsituationen mit Angehörigen über eine mögliche Organspende zu sprechen. Also der Zustand ist eigentlich der, dass wir gehalten sind zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt, nämlich ein Patient stirbt oder ist schon gestorben, Hirntod eben, das Gespräch mit den Angehörigen suchen müssen und über das Thema Hirntod sprechen müssen. Das ist das schlechteste Thema zum schlechtesten Zeitpunkt. Uns fällt halt deutlich auf, dass die Aufklärung der Bevölkerung deutlich zu wünschen übrig lässt. Ich sage es vorsichtig. Also die meisten Menschen sind schlecht aufgeklärt darüber. Fazit: Ob man Organe spenden will oder nicht, ist eine sehr persönliche Frage. Wer seine Angehörigen entlasten will, trifft sie zu Lebzeiten und sollte sich gut informieren, welche Konsequenzen das für sein eigenes Sterben hat. Musik
Thank you.